Hallöchen, hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hallöchen. Hört sich bescheuert an. Egal, machen wir trotzdem. Ich bin der Sashi und das ist der Till von Till und seinem Vlog. Ich werde gemobbt. Ja, okay, auf jeden Fall. Und wir haben heute den 9. November und am 9. November haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind, apropos Mobbing. Nee, Quatsch, der war ja depressiv. War was anderes. Aber egal, erzähl. Sven Hannawald. Ja, der hatte Burnout oder sowas hatte der gehabt oder sowas, ne? Hatte der? Weiß ich nicht. Sven Hannawald, das war doch der Das war auch so einer, der so vier Schanzen-Dings und so ein Zeug. Ja, ja. Ja, ja, genau. Der war doch dann irgendwie, wegen Depression hat er aufgehört. Burnout und so ein Kram. Burnout, zu schnell gewesen. Nee, zu Reibungshitze. Zu viel zu tun. Nur irgendwie Presse, Presse, Presse und den ganzen Tag nur im Rampenlicht und so ein Kram, weil er noch so erfolgreich war. Armer Sven. Glaube ich jedenfalls. Aber heute feiern. Ja, ist aber ein cooler Typ. Also ich habe den schon in Interviews gesehen, macht eigentlich einen fitten Eindruck, würde ich sagen. Ja. Am 9. November heute muss man natürlich auch darüber reden, dass die Grenzen der DDR geöffnet worden sind, ja. Am Abend des 9. November beschließt die Führung der DDR beschließt die Öffnung der Grenzen zwischen DDR und Bundesrepublik und zuerst in West-Berlin. Tja. Aber es war ja eigentlich nur ein Irrtum. Es war ja eigentlich nur ein Irrtum, ne? Ja, das ist genau. Ja eine ganz berühmte Pressekonferenz gewesen. Genau. Wo sie ihn dann quasi überfallen haben und er hat dann gesagt... Und er wusste gar nicht, ab wann ist denn das eigentlich? Ich glaube, ab jetzt. Ja, und dann sind sie aber richtig durch, ne? Ab jetzt bedeutet, ja, dann können wir jetzt genau. Losgehen. Das Problem war, dass die Grenzposten das nicht wussten. Keiner wusste es. Es war ja so, ab jetzt. Ja, ja, schade. Hätte auch echt Schlimmes passieren können, aber Gott sei Dank alles gut gegangen. Ja, gut. Was ist dann noch am 9. November gewesen? Ein Kinostart. Und zwar von einem Stephen King-Film. Friedhof der Kuscheltiere. Friedhof der Kuscheltiere, ja. Passt sehr gut zur Grenzöffnung. Natürlich. Ja. Ist wieder gut recherchiert. Ach, Quark. 89 war das. Das 89? Der Antrag. Ey, ja, jetzt guckst du mal. Geil. Ne? Ja, 89 war Grenzöffnung DDR und Dingens und, Friedhof der Kuscheltiere. Das heißt, es konnten die ganzen Ostberliner in den Westen ins Kino zu Friedhof der Kuscheltiere. Ja, zur Premiere. Geil. Nee, zur Premiere haben sie wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Nee, aber am nächsten Tag. Ja, haben sie dann am Freitag, also Kinostart ist ja immer donnerstags. Ja, Premiere ist meistens deswegen, vorher. Daher schließe ich, dass das am Donnerstag gewesen sein müsste. Wie Kinostart. Ach so, stimmt. Kinostart ist vorher. Ist immer mittwochs. Hm? Ah, okay, da kannst du recht haben. Ja. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall am nächsten Tag. Wahrscheinlich haben sie deshalb die Grenzen aufgemacht. Wegen Stephen King. Wegen dem Film? Ja, wir wollen gerne Stephen King gucken. Wann sind die Grenzen dann auf? Ich würde sagen, ab sofort. Heute. Ab sofort, ne? Glaube ich, irgendwie so. Viel Spaß im Kino. Ja, so war das eigentlich, genau. Aber am 9. November war auch etwas, was nicht so schön war. Oh. 1938 war ja Reichskristallnacht. Ja. Okay. Ja. Ja. Auch ein geschichtlicher Fakt, den man mal sagen kann, ist natürlich nicht so lustig. Kann man nicht so Witze machen wie bei Friedhof der Kuscheltiere. Nein. Nee. Kann man nicht. Aber ist ja egal. Ist ja einfach nur. Es ist ein Fakt. Angeberwissen. Ihr könnt damit angeben, geht raus, Schaut Friedhof der Kuscheltiere und macht Witze. Bis morgen. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.